Damit, yo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ihr seht, wir befinden uns wieder hier in unserer Karriere und wir haben unsere Transfers getätigt. Führich kam, Asano kam, Enti, Ajay kam. Wir haben auch ein paar verkauft. Wen genau weiß ich gar nicht. Dann haben wir hier Ali verpflichtet für den Sturm. Genau, der wird aber nur irgendwo verrotten halt. Genau, das wird unsere Elf sein für das Spiel gegen Freiburg. Wir gehen links unten mit Uwe Jan, Jens Yoshida in der IV, rechts Matrecani, rechts Mittelfeld Asano, links Bülter, zwei ZOMs, Drexler Führich, Mitte macht Salazar zu und vorne spielen wir mit Frei. So gehen wir dann erstmal in die PK vor dem Spiel. Schön, dass Sie alle da sind. Dann beginnen wir mit den Fragen. Vorbereitungen laufen auf jeden Fall gut. Gewinnen, genau. Fokussieren uns aufs Gewinnen. Klassenerhalt ist easy drin. Ein paar Ziele haben wir schon geschafft. Habe ich jetzt aber noch nicht gezeigt. Für euch wird auf jeden Fall helfen. Sehr guter Spieler. So, ich darf mich bei. Gute Transfers. Schön der Konkurrenz was weggekauft. So muss das. Abfahrt. Auf geht's, Heimspiel, Leute. Wir gehen direkt rein hier. Sehr geil. Geiles Wetter, Abfahrt. Erstmal einen ruhigen Spielaufbau hier kreieren. Fans auf jeden Fall 100% da. Sehr geil. Mitte zumachen. Schade, Fährmann ist geschlagen. 0-1. Sehr unglückliches Gegentor. Aber passiert. Weiter geht's. Müssen natürlich auch erstmal hier in die Saison reinkommen. Und ich weiß, ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Ah ne, okay. Ja. Weil manchmal ist das ja so, dass die ganzen Spieler verstellt sind. Jetzt nicht. Gibt hier erstmal einen Vorteil für uns. Frei jetzt erstmal hier in der Mitte. Mit dem Ball. Salazar hier jetzt erstmal in der Mitte. Doppelpass hier. Jetzt kleiner Vorstoß. Nochmal auf Asano raus. Matriciani auch nach vorne. Setzen uns jetzt erstmal vorne fest. Schade. Fehlpass. Rückwärtsbewegung müssen wir auf jeden Fall stehen. Sehr wichtig. Ball können wir erstmal klären. Sehr gut geklärt auch. Schön abgelaufen hier. Jetzt mal über Jens, über links. Führig. Kriegt ihr nicht verlängert auf Fasano, schade. Matriciani ist dazwischen. Weißhaupt bleibt aber noch am Ball. Matriciani sehr gut gekämpft. Holen uns hier den Ball erstmal wieder. Jetzt zum Einwurf geklärt für Freiburg. Ungefähr 16 Minuten jetzt hier gespielt. Schönes Spiel bis hierhin. Beide gut. Ballbesitz ausgeglichen hier. Ihn dennoch zurück. Jetzt vielleicht mal überführig. Schade. Höfler kommt dazwischen. Oder es war nicht Höfler, war irgendjemand anders. Aber einer kam dazwischen. Den Ball hier erstmal nicht geklärt. Fährmann ist aber zur Stelle. Bleibt beim 0-1.
Salazar rutscht der Ball ab. Schade. Das Freiburg mit der zweiten Chance. Kann noch zerstören. Klärt zwei Ecke, sehr wichtig. Fürrecht ist zur Stelle. Holt hier den Einwurf raus. Ich meine, um die 7 ist Fürrecht. Oder Asano, ich weiß es gar nicht. Kann auch Asano sein. Sollte eigentlich Fürrecht sein. Hat die Rückennummer noch nicht geändert. Hier nochmal ein Schuss. Komm aber mit Jens dazwischen, gibt nochmal Eckball. 25 Minuten haben wir jetzt hier. Schuss nochmal. Mit Abschluss. Sehr wichtig. Jetzt mal hier mit dem Angriff über Bülter. Die Mitte ist nicht besetzt. Bülter macht erstmal alleine. Schuss. Gibt Ecke. Um wieder hier zu treten. Auf frei. Es kommt nicht dran. Schade. Asano, zweiter Ball. Gute Rückwärtsbewegung jetzt hier. Drexler gewinnt den Ball im Mittelfeld. Jetzt mal über außen, nochmal ein Vorstoß. Richtung zweiten Posten, aber Wickelklärt gibt nochmal Eckball für uns. Uwe Jan von der anderen Seite. Kommt gut, aber nicht gut genug. Wir gehen jetzt erstmal hier vorne den Ball. Aber wieder eine gute Rückwärtsbewegung. Freiburg erstmal hinten drin geblieben. Jens jetzt auch nochmal super zur Stelle. Der hat ja das Ding. Salazar bleibt am Ball. Vielleicht jetzt mal einen Konter starten. Über Asano. Der findet nochmal Drexler und der findet Bülter. Bülter auf Asano. Der wird nichts. Asano mit der Monstergrätsche. Und wenn das keine rote ist, dann haben wir Glück gehabt. Ich glaube, wir haben Glück, weil da ist er von hinten gut geslidet. Gibt keine Karte. Nehmen wir so mit. Jetzt nochmal über Asano auf Führig. Kommt nicht an. Schade. Fans weiterhin am Start. Sehr, sehr stark. Erklärt auch hier. Rückwärtsbewegung stimmt bis jetzt. Machen jetzt hier auf außen guten Druck. Die Chancen fehlen noch ein wenig, aber vom Ansatz her stimmt es auf jeden Fall nach vorne. Jetzt bleibt nochmal mit dem Ball. Kommen aber sehr, sehr wichtig dazwischen. Durch Uwe Jan gibt nochmal Ecke, sonst wäre es ihm wahrscheinlich reingefallen. Können Freiburg erstmal vom 16er abhalten, gewinnen jetzt hier den Ball. Jetzt gibt es hier nochmal einen Konter über Drexler. Letzte 30 Sekunden der ersten Hälfte. Drexler noch am Ball. Ja, verliert jetzt da vorne den Ball. Ein bisschen allein gelassen. Wir gehen mit dem 0-1 in die Halbzeit. Solide erste Hälfte gemacht. Leider unnötiges, dummes Gegentor früh bekommen, aber davon lassen wir uns gar nicht beeindrucken. Gehen direkt hier in die zweite Hälfte rein und jetzt fehlen nur noch ein, zwei Tore. Dann hast du das Ding gelutscht. Wenn wir hinten weiter so stark bleiben, dann läuft's. Sehr wichtiger Ballgewinn. Jetzt vielleicht mal mit Tempo über Bülter, über Drexler. Nochmal Bülter auf Uwe Jan. Der mit der Flanke auf freie Kopfball. Aber Freiburgs Torwart ist zur Stelle, gibt jetzt hier nochmal Ecke auf die Kurve. Kommt gut auf Yoshida, aber auf der Linie geklärt. Schade, das wäre das 1-1 gewesen, nochmal ein Schuss. Auch der wird geklärt. Kommen hier gut in die zweite Halbzeit rein.
Ich hatte den Torschrei schon ein bisschen auf den Lippen, aber leider kam noch jemand dazwischen im letzten Moment. Gewinnen jetzt hier da hinten den Ball, sehr, sehr wichtig. Jetzt vielleicht mal über rechts, über Matriciani. Der haut ihn erstmal nach vorne. Schade, Ballverlust hier. Führe ich ein bisschen klein dafür. Salazar jetzt hier in der Mitte, kommt nicht ganz ran. Jetzt nochmal eine Rückwärtsbewegung, sind hier aber in der klaren Überzahl hinten und holen uns hier den Einwurf. Sehr wichtig. Schade, Ballverlust auf außen. Wenn jetzt auch hier in der nächsten Aktion mal wechseln. Henty Adjay wird kommen für Bülter. Aber der kriegt nochmal eine Chance. Handspiel hier, aber wird nicht gepfiffen. Okay, wir nehmen den Einwurf mit. Werden jetzt erstmal wechseln. Bülter wird den Platz verlassen für Henty Adjay. Dann werden wir noch Terodde bringen für Frei. Kraus für Salazar. Und Brunner für Matriciani. Also können wir auf jeden Fall erstmal wechseln. Und so machen wir weiter. Jetzt mal hier über NTRJ. Erste Flanke. Und die kommt direkt gut und die führt zum 1-1. Sehr schönes Tor. NTRJ keine eine, nicht mal eine Minute auf dem Platz. Und schon hier die Vorlage für Chris Führig. Zwei Neuzugänge, die direkt mal zuschlagen. Sehr wichtig. 1-1. Ausgleich. Und den haben wir uns bis jetzt auf jeden Fall verdient. Wir spielen hier eine super zweite Halbzeit. Klar bessere Mannschaft. Kraus auch sehr gut. Gewinnt da vor diesem 1-1 den Ball. Auch der gerade erst reingekommen. Und jetzt nochmal über NTFJ. Der hat Platz. Der hat Platz. Findet der eine in der Mitte? Nein, aber holt nochmal eine Ecke raus. Nächstes Spiel in Bremen sehen wir gerade oben links. Nochmal Ecke, den kriegen wir erstmal nicht rein. Zweiter Ball. Über Drexler. Über Führich. Über Asano. Vertauscht die immer. Weil Führich sollte die 7 haben. Werde ich nach dem Spiel auf jeden Fall tauschen. Wenn ich das nicht vergesse. Bleiben wir jetzt hier vorne. Über Drexler. Über Anti Agile. In die Mitte. Kommt nicht an. Nochmal Drexler. Über Uwe Jam. Zweite Flanke. Auch der kommt nicht an, schade. Freiburg mit dem Konter. Und erstmal durch. Aber da kurz Tempo nach hinten. Den erstmal sliden, aber hier der sichere Abstoß. Ja, kurz. Kommt auf jeden Fall noch an. Sehr geil. Über Ovian. Nochmal Anti-Edge. Und die Edge immer noch am Ball. Der jetzt hier gehalten. Kein Foul. Foul, sagt der Schiedsrichter. Jetzt nochmal Flanke. Halbzieher klappt leider nicht. Nochmal über außen. Nochmal in die Mitte. Kommt nicht an. Jetzt vielleicht nochmal. Schade. Nicht dahin, wo er hin sollte. 72 Minuten gespielt. Wir sind echt gut in der zweiten Halbzeit. Jetzt auf der Rodde 2-1. Spiel gedreht. Spiel gedreht, Leute. Sehr wichtig. Sind wir auf der Rodde. Nach dem Wechseln wurde es hier noch mal ein bisschen deutlicher. Werden wir natürlich im zweiten Spiel auch berücksichtigen, dass hier jetzt besser geklappt hat. Also NTLJ, gutes Tempo. Er passt hier rein. Und wir wollen weitermachen. Gehen weiter vor. Über Drexler. Hochverdiente Führung. Machen hier komplett das Spiel in Halbzeit 2. Aber jetzt der Schuss, 2-2, Ausgleich, 77. Minute. Passiert. Sollte nicht passieren. Aber wir werden natürlich dranbleiben. Ball bekommt man mal. Und Schuss, aber Fährmann zur Stelle. Jetzt aufpassen, dass wir hier keinen Rückstand kassieren. Und wieder in Rückstand gehen. Jetzt hier auf Kraus, der fängt den ab. Jetzt können wir kontern. Über Asano. Kriegt er denn noch? Hoffentlich. Ja, den kriegt er noch.
Tanz jetzt erstmal hier. Der tanzt erstmal. Schuss. 3-2. Was ein Tanz. Was ein Tanz von Asano. Doppelpack der Rodde nach Einwechslung. Alle Joker treffen hier. Und alle Joker bereiten hier vor. Oder, ja. Meine, raus ist ja auch ein Joker. Sehr stark. Hoffentlich kriegen wir das jetzt über die Ziellinie. Gewinnen hier nochmal den Ball im Mittelfeld, verlieren ihn aber auch gleich wieder. Jetzt wird hier gefightet. Jetzt nochmal ein Konter. Über Führig. Führig nochmal mit dem Antritt auf außen. Auf der Rodde. Der sieht nochmal Drexler und der sieht nochmal Anti-FJ. Darf er sich belohnen? Leider nicht. Flecken ist zur Stelle. Bleiben jetzt vorne im Druck. Von Freiburg natürlich in der eigenen Hälfte halten. Jens gewinnt hier nochmal den Ball. Sehr wichtig. Schade. Da vielleicht mal in die Mitte. Nochmal Ball gewinnen. Nochmal Terodde. Auf Drexler. Kommt nicht an. Zeit ist um. Müsste der Abpfiff sein. So ist es. Wir gewinnen gegen Freiburg nach 0-1 Rückstand. 3-2. Joker sehr gut eingeschlagen. Werden wir natürlich jetzt auch in der Aufstellung ändern. Nach dem Wechsel war hier super Tempo drin. Relativ ausgeglichenes Spiel. Freiburg macht die erste, wir die zweite Halbzeit, aber wir waren effektiver. Und so gewinnen wir da unser erstes Spiel in dieser Saison, unser erstes Heimspiel. 3 Punkte sind im Sack. Tordifferenz plus 1, stehen jetzt erstmal auf Platz 6. Hat aber nach dem ersten Spieltag noch gar nichts zu bedeuten. Fahren jetzt nach Bremen. Mit einer breiten Brust auf jeden Fall. Gut, dass die Transfers eingeschlagen haben. Dann würde ich sagen, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, um keine Videos zu verpassen. Wir sehen uns beim zweiten Spieltag. Haut rein und ciao.